zusammen, kleines Update. Ihr seht, hat sich wieder ein bisschen was geändert. Wir haben jetzt auch den Weibchenausflug gegen einen moderneren Ausflug getauscht. Der ist eigentlich auch nur funktional dafür da, dass die Weibchen abends zum Trainieren rausfliegen. Also da ist keine Tippesanlage oder sonst was angeschlossen, aber macht natürlich insgesamt ein etwas schickeres Bild. Und sonst ist diese Woche nicht viel passiert. Preisflug eigentlich sollte heute Abend einsetzen sein, aber aufgrund der starken Winde, die für morgen vorgesehen sind, ist der Flug jetzt vorerst auf Sonntag verschoben. Mag sein, dass es vielleicht auch noch einen Tag länger dauern wird. Und ich halte euch dann einfach mal unterrichtet. Ja, die Jungtauben haben heute mal einen Tag Pause. Wir haben sie gestern das erste Mal mit dem Rota Paramyxo-Impfstoff impfen lassen. Und von daher haben wir uns entschieden, ihnen heute mal einen Tag Ruhe zu geben, damit sie die Impfe gut vertragen können. Wir hatten gestern auch ein, zwei dazwischen, die ein bisschen geschwächelt haben. Speziell hier der Schwatschek. Der ist auch jetzt noch so ein bisschen klummerig, weil sie auf dem Dach waren und dort die Flechten gefressen haben. Und da werden wir jetzt in Zukunft ein bisschen darauf achten, dass sie möglichst nur in der Luft sind oder dann noch wieder reinkommen. Ja, wir haben hier zwei Gäste auf dem Jungtaubenschlag, nämlich meine beiden älteren Tauben, nämlich die 1224, die ist schon ein paar Tage hier, und jetzt seit Anfang der Woche darüber auch der 991, Vater von meinen ganzen Assvögeln, von dem 16, 98, 97 und 192 zum Beispiel. Der hat leider dieses Jahr noch nicht ein Gelege befruchtet. Und ich habe dann mal den Tipp bekommen, ihm einfach mal wieder Freiflug zu geben. Manchmal bringt das die alten Herren dann nochmal auf Touren. Und auch die Dame hatte dieses Jahr ein bisschen Probleme mit dem Legen. Deswegen lasse ich die jetzt einfach zwischen den Jungen. Die haben schon sehr schön geflogen diese Woche. Freuen sich wieder ihrer neu gewonnenen Freiheit, weil sie vorher eben im Zuchtschlag gesessen haben. Und vielleicht bringt es was. Wenn es was bringt, vielen Dank für den Tipp an Heiko Henkel von der SG Henkel Helmshauser. Ja, wir probieren es einfach mal aus und werden dann mal sehen. Da es jetzt auch aufs Wochenende zugeht, werden die Jungen da ja dann auch übers Wochenende im Schlag bleiben. Das machen wir grundsätzlich so, um eben nicht zu riskieren, dass irgendwelche hier rüberfliegenden Preisflugtauben die Jungen mitnehmen und man dann eben größere Verluste hat. Von daher sollte das eine klare Sache sein, dass die Jungen am Wochenende Pause haben.